Am bundesweiten Tag der offenen Stalltür beteiligte sich am Sonntag auch der Reit- und Fahrverein Schöne Moor. Mit Ponyreiten, Kutschfahrten und weiteren Angeboten lockte der Verein Besucher auf sein etwas abgelegenes Gelände am Rande der Gemeinde Ganderkesee. Für die Könner im Sattel wurde in der neu eingerichteten Reithalle eine Sitzschulung angeboten, während sich Einsteiger auf den Schulponys selbst im Sattel versuchen durften. Das weitläufige Gelände des Vereins bietet 50 Pferden Platz und steht neben dem alltäglichen Unterrichtsbetrieb auch Ferienkindern offen.